Okay, ich muss ihm zum Glück nicht einzeln befehlen, Bäume abzureißen. Er wird wahrscheinlich so lange weitermachen in dem Gebiet, bis ich ihm sage, er soll aufhören. Also lassen wir ihn hier erstmal Bäume fällen. Oh, das war's schon. Dann fällen wir hier ein bisschen weiter. Unsere Schule ist fertig. Steinmetzzelt. Lassen wir hier noch ein bisschen Lehm sammeln. Auch wenn Lehm jetzt nicht ganz so die schwierige Ressource ist. Ja, den Baum da kann ich noch nicht fällen, weil er noch nicht groß genug ist. So, du hast Ware hergestellt. Das heißt, du wechselst wieder zum Holzfäller erstmal. Irgendwann können wir hier noch ein Zweifamilienhaus hinstellen, irgendwo, um einen Tischler und einen zweiten Holzfäller einzustellen. Beziehungsweise einen Dauerholzfäller und jemanden, den wir zwischen Tischler und Werkzeugschreiner hin und her schicken können. So, den Balk hier mache ich noch weg am... an der Lehmhütte. Dann können wir nämlich hier den Schreiner nachher hinstellen. Wobei ich nicht mal weiß, ob ich später noch einen Holzfäller brauchen werde. Oder ob ich einfach nur einen Tischler hier einstelle. So, jetzt der Töpfer. Ja, nee, kriege ich ihn wohl nicht, aber das ist auch gut so. Und wir haben den Steinmetz fertig. Das heißt, du darfst jetzt Steinmetz sein. Und wenn du ein guter Steinmetz bist, darfst du als nächstes der Töpfer sein. Yay. Gut, als nächstes kriegst du mal einen Jungen, weil wir brauchen jetzt dann bald die Farmarbeiter. Du isst jetzt mal was? Weil noch bist du nicht fertig, noch müssen wir hier
gut Holz machen. Also hier alles wegräumen. Da kommt dann unser... wo ist es denn? Fischerzelt, unser Bauernhof hin. Hier an diese Stelle. Und ein Dreifamilienhaus direkt darüber. Dann quartieren wir nämlich hier die zwei Farmer und den Müller ein. Und ins andere quartieren wir den Bäcker ein. Ja, das werden wir noch sehen, wie wir das machen. Was sagen eigentlich unsere Jungs hier mit Hunger? Bis jetzt noch nicht wirklich, okay. Ja, unser Jäger bringt auf jeden Fall Leder. Später, wenn wir ihn halt nicht mehr für die Nahrungsproduktion brauchen. Dann... Oh, du bist erfahren, kannst trainiert werden und hast den Steinmetz gelernt. Sehr schön. Schlag aber noch mal ein bisschen weiter Stein. Bevor wir uns ums Geschirr kümmern. Ach, du lieferst die Nahrung direkt ins Haus? Struller ist hungrig. Dann geh dir was zu essen suchen, Struller. Töpferei ist fertig. Sehr gut. Du hack noch da die Bäume weg und die zwei sollten auch weg, aber ist denn der ganze Balk hier und die da auch? Ach nö, du brauchst keine Frau. Und ja, vielleicht sollte ich dann gucken, dass ich in drei Familienhäuser zwei Frauen unterbringe, beziehungsweise irgendwann mal Geschirr herstelle. Ja, sie möchte gerne kochen, benötigt Nahrung, deswegen holt sie sich vom Bärenstrauch welche. Ja, Möbelwerkstatt. Die könnten wir dann hier hinstellen noch. Damit wäre dann alles hier oder hier oben. Oder direkt da unten. Ich glaube, wir direkt hier unten wäre am besten. Ich habe doch noch nicht nur noch zwei Bauarbeiter. Nö, eigentlich nicht. Ach, du baust die Möbelwerkstatt auf. Okay. Ah, wo ist unser Kundschafter? Du bist hier. Du gehst erstmal essen. Nämlich hier unten.
Und ja, wir haben definitiv zu viel Holz, weil jetzt wird auch noch der Werkzeugschreiner mit Holz befüllt. Ja, unser Hauptziel ist es erst einmal, die Wirtschaft zum Laufen zu bringen, also die Grundversorgung. Das heißt, eigentlich will ich... Ja, was möchte ich denn? Dass irgendwann mal wieder mein Wachturm repariert wird, das auf jeden Fall, aber nein. Ich möchte, dass Nahrung hergestellt wird, dass Möbel, Geschirr und Schuhe hergestellt werden können. Jederzeit. Holzwerkzeuge, die brauchen wir auch. Was wir immer noch nicht haben auf dieser Map ist Eisen, deswegen können wir keine Eisenwaffen und Eisensachen bauen. Ja, Speermacher, Bogenmacher, Verteidigungsturm ist dann erst da hinten. Das ist dann übrigens auch so eine Sache, wenn wir mal in einer militärischen Mission sind, dass wir solche Sachen auch sehr schnell hochziehen müssen. Neben der Nahrungsversorgung natürlich. In der Mission haben wir ja das Glück, dass wir mit einem Verteidigungsturm und drei Soldaten gestartet sind. In anderen Missionen müssen wir dann gucken, dass wir das selber regeln. Und ja, ich schicke die beiden jetzt gerade mal essen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht gleich wieder ein Indianerangriff kommt. So, du. Machst mir hier unten noch einen Wegweiser, dass hier alles schön verwegweisert ist. Am besten da oben auch noch einen. Du holst Steine irgendwo aus der Pampa, das freut mich auch. Und ja, dann wirst du den Balk an Bäumen noch wegmachen. Wobei, die da wollte ich auch noch gerne weghaben. Also erstmal den Balk, und dann richtest du da oben noch einen Wegweiser, machst vielleicht noch die Bäume direkt vor dem Verteidigungsturm weg. Ich nehme zwar nicht an, dass sie in einem Spiel wie diesem darauf geachtet haben, dass... Ja, dass Bäume einem die Schussreichweite oder so nehmen. Aber da bin ich da trotzdem mal vorsichtig. So, meine beiden Bogenschützen sind wieder in ihrem Verteidigungsturm. Du siehst ein bisschen schlechter aus. Also geh ruhig nochmal essen. So, das Dreifamilienhaus ist fertig. Du kannst jetzt mit Töpfern anfangen. Du isst ruhig nochmal. Und dich lassen wir hier oben in der Fischerhütte essen. Ah, gut, der Balk ist weg. Also der Bereich an Bäumen. Und jetzt haben wir schön viel freie Ackerfläche, auch wenn hier Pilze wachsen. Aber die Pilze stören nicht so wie das Holz.